Also wir haben jetzt die Nachmittagssession. Ich weiß, direkt nach Mittagessen ist vielleicht ein bisschen anstrengend, aber ich bin sehr froh, dass wir den Christoph Stasch hier haben. Im Programm ist die Beschreibung des Vortrags drin. Christoph wird über WPS 2.0, Registration Extension, erzählen und sein Kollege Benjamin Pross, der ist gerade auf dem OGC-Meeting. Da kam ich gestern her, so es geht hier alles Hand in Hand. Hand in Hand. Christoph, jetzt ist dein Part. Ja, danke schön, genau. Ja, Christoph arbeitet bei 52 Grad Nord. Genau. Und vielleicht erzählst du noch ein, zwei Sachen zu dir. Ja, genau. Genau. Ich arbeite bei 52 Grad Nord. Für die, die es nicht kennen, wie der Name schon sagt, wir sitzen in Münster. Sind halt eine Open-Source-Initiative, aber auch eben eine Forschungseinrichtung. Das heißt, wir machen halt primär Forschungsprojekte und alle Software, die wir innerhalb der Forschungsprojekte entwickeln, die werden eben auch wie als Open-Source-Software publiziert. Und wir haben halt auch ein Augenmerk darauf, wir arbeiten auch eng mit Unis zusammen. Die Uni Münster sitzt noch bei uns mit als Gesellschafter in der GmbH, die Non-Profit ist, noch zu erwähnen. Und die Idee war eben auch von uns, von 52 Grad Nord, ein Transfer, gerade auch von Software, die zum Beispiel in Abschlussarbeiten entwickelt wird, in die Nutzung zu unterstützen und sicherzustellen. Die Athena hat das eben schon erzählt. Ursprünglich war eigentlich angedacht, dass der Benjamin den Vortrag hält. Der kann leider nicht den Vortrag heute halten, weil der beim TC-Meeting in Orléans ist. Genau aus dem Grund hier, wegen dieser WPS 2.0 REST Extension. Und das ist vielleicht kurz so als einleitende Worte. Wie der Name schon sagt, wir haben jetzt hier drei Akronyme drin, deswegen vorab vielleicht als Frage in die Runde, wem sagt denn OGC WPS schon was? Web Processing Service. Okay, sind ein paar. Okay, da gebe ich auch nochmal eine kurze Einführung gleich. Und REST APIs JSON, wer kennt sich damit schon aus? Okay, sind auch einige. Okay, dann können wir direkt mal zum Überblick gehen. Also ich werde dann am Anfang nochmal ganz kurz eine Einleitung geben zum WPS allgemein. Werde dann unsere REST APIs, werde dann die REST Extension für den WPS auch vorstellen. Da geht es eben einerseits darum, ein Ressourcenmodell zu definieren. Das heißt, welche Ressourcen will ich überhaupt anbieten über diese REST API und wie sehen die Endpunkte aus zum Zugriff oder zum Anlegen auf diese Ressourcen. Dann werde ich unsere Implementierung vorstellen, die eine Proxy-Implementierung ist. Das heißt, die können wir auf bestehende Web Processing Services sozusagen draufsetzen und dann diese Dienste sozusagen REST enablen. Und dann final noch so ein Beispiel geben, wie das Ganze auch praktisch aussieht, um das Ganze nochmal nachzuvollziehen und dann final noch eine Zusammenfassung und einen Ausblick. Okay, starten wir mit dem WPS. Der WPS selber ist bei den OGC-Services so ein bisschen, ein Exot will ich nicht sagen, aber zumindest komplementär zu den anderen Diensten. Und zwar ist es so, das kennen sicherlich die meisten hier im Raum, nehme ich an, WMS bietet eben georeferenzierte Bilder, Kartenhintergründe zum Beispiel, also gerenderte Karten an. Wir haben den WCS für Coverage-Daten, wir haben den WFS für Feature-Daten und dann gibt es hier noch den SOS, der dann Zeitreihendaten liefert. Das sind alles Datendienste und jetzt ist der WPS insofern anders, weil der WPS eben standardisiertes Interface bietet, um eben Geoprozessierungsfunktionalität im Web anzubieten. Ja, ich habe einmal eine GDI mit Daten, jetzt will ich aber in diese GDI eben noch Geoprozessierungsfunktionalität rein integrieren. Und dafür ist eben dieser WPS gedacht. Der WPS, den gibt es schon tatsächlich seit über 10 Jahren, seit 2007. In der neueren Version, jetzt in der Version 2.0, seit 2015. Und der Kern der Spezifikation ist einerseits eben eine standardisierte Beschreibung von Geoprozessierungsfunktionalität, das heißt also, welche Eingabeparameter gehen rein in so ein Tool, Geoprozessierungstool, welche Ausgaben gibt es, welche Formate kann ich zum Beispiel eingeben, welche Formate kann ich wiederum als Ausgabe dann anfragen. Des Weiteren bietet er dann eben vordefinierte Service-Operationen, zum Beispiel Describe Process, um eben so eine Beschreibung abzufragen und die Execute-Operation, um dann hinterher auch wirklich so eine Geoprozessierung ausführen zu können. Dann bezüglich Software, es gibt eine Reihe von Open Source WPS-Servern schon. Wir haben halt eine Java-Implementierung, die auch schon relativ weit verbreitet ist. Dann gibt es noch den PyWPS, das ist eine Python-Implementierung. Das WU-Projekt bietet halt auch ein WPS an
Und dann gibt es eben auch kommerzielle Produkte, zum Beispiel Arcus Server oder auch Airdas Imagine, die halt auch WPS-Interfaces anbieten. Auf Client-Seite gibt es eben leider nicht ganz so viel und das ist auch ein Grund, weshalb wir jetzt gesagt haben, okay, wir gucken uns dann nochmal die REST-APIs ein und JSON-Encodings, weil das eben auch gerade so die Entwicklung von leichtgewichtigen Web-Clients vereinfachen soll. Dann bleibt noch die Frage jetzt, wofür brauche ich jetzt überhaupt Geoprozessierung im Web? Ich habe ja eigentlich meinen GIS, meinetwegen Quantum-GIS, lokal. Damit kann ich ja eigentlich die meisten Sachen schon machen, Koordinatentransformationen, irgendwelche Verschneidungen von Datensätzen. Und diese Folie soll nochmal illustrieren, dass es durchaus auch Anwendungsfälle gibt, wo ich eben so eine serverseitige Prozessierung brauche. Und zwar einerseits kann es eben sein, dass eben das Aufsetzen der Software ziemlich kompliziert ist. Ja, also wir hatten letztens ein Projekt mit einer Kommune, mit einer Behörde, die halt ein Umweltmodell, ein relativ komplexes, nutzen wollte und für Fachanwender bereitstellen wollte. Und wenn dann wenn man auf jedem Endrechner dann meinetwegen so eine komplexe Software aufsetzen muss, ist das eben viel Arbeit, das ist eben einfacher, das einmal in der Umgebung aufzusetzen und dann über einen Dienst verfügbar zu machen. Der zweite Anwendungsfall, der jetzt auch mal aktueller wird mit den neuen Satellitendaten, die immer mehr und mehr, auch offen verfügbar sind, ist eben, dass die Prozessierung teilweise eben auch sehr eng an die Daten gebunden ist. Ja, also jetzt im Fall von Fernerkundungsdaten kann es eben unter Umständen schwierig sein, eine Zeitreihe von sehr vielen Satellitenszenen lokal auf meinen Rechner zu laden, dann irgendwas zu prozessieren. Da ist dann sicherlich sinnvoller, die Prozessierung eng bei den Daten zu deployen und dann über einen Dienst ausführbar zu machen. Dann ein weiterer Punkt, der damit so ein bisschen verbunden ist, ist eben, dass die Rechenkapazität möglicherweise auch nicht ausreichend ist, in meiner eigenen Umgebung. Ja, es gibt mittlerweile schon Cloud-Umgebungen, die sicherlich alle kennen, wo ich halt sehr effizient und skalierbar Prozessierung umsetzen kann. Und da wird es dann halt auch wieder spannend, da es eben auch unterschiedliche Cloud-Umgebungen gibt und unterschiedliche Realisierungen, wie ich meine Prozessierungen darin umsetze, dann eben einheitliche Interfaces zu bieten, um dann eben solche Prozessierungen, die in der Cloud laufen, auch standardisiert ausführen zu können. Und der letzte Punkt ist noch, das ist sicherlich auch ein wichtiger Aspekt, wenn ich Geoprozessierung mache, die meisten kennen das, dann nutze ich in der Regel unterschiedliche Tools. Ja, ich kann GDAL nutzen, um erstmal eine Reprojektion zu machen oder eine Koordinatentransformation. Ich will eine Qualitätssicherung machen, das kann ich vielleicht machen mit irgendeinem Tool wie Snap für Sentinel-Daten, was mir so verschiedene Parameter berechnen kann. Und letzten Endes will ich dann das Ganze verschneiden, dafür nehme ich dann wieder ein Standard-GIS-Tool zum Beispiel. Und die dann zu koppeln, das kann ich verskripten auf meinen Rechner, aber wenn ich es halt im Web verteilt ausführbar machen will, dann ist es eben auch spannend, eben so Interfaces zu haben, die dann den standardisierten Zugriff darauf geben. Ja, das soweit dazu. Jetzt nochmal zur Motivation für die REST-Extension. Das geht auch so ein bisschen in die Richtung, was Atina heute Morgen erzählt hat, beim ODC allgemein. Es ist halt so, dass WPS 2.0 und auch die weiteren ODC-Spezifikationen, auch viele auch von den Datenservices, momentan noch keine REST-Bindings anbieten. Ja, die bieten halt als Mandatory-Bindings in der Regel SOAP-Bindings an und das sind halt so ein bisschen Heavyweight XML-Bindings und jeder, der halt implementiert, weiß, dass XML halt gerade auf JavaScript-Seite eben relativ schwierig zu verarbeiten ist. Und da ist natürlich ein primäres Ziel, das zu vereinfachen und das eben mittels REST-APIs und JSON-Encodings, die einfach schlanker sind für Implementierung von Web-Clients und einfacher nutzbar sind. Wichtig hier noch zu erwähnen, klassisch ist hier auch eben dieses service-orientierte Paradigma. Ja? Das heißt, bei den ODC-Services war es bisher so, dass man gesagt hat, ich habe halt meine Operation, ein Get-Map für eine Abfrage von einer Karte und das Describe-Layer zum Beispiel für eine Layer-Beschreibung, die ich halt anfragen kann. Und das ist ja auch so ein bisschen eine Änderung in der Sichtweise. Ich sage eigentlich hier eher, welche Ressourcen will ich eigentlich anbieten? Also will ich jetzt meinetwegen Kartenbilder anbieten oder will ich jetzt im Fall von WPS halt Prozessierung anbieten? Wichtig hierbei auch noch zu erwähnen, ein weiterer Vorteil von REST ist halt, und das ist halt sehr schön, wenn man es ausprobieren will, wir haben da auch so einen Beispielserver aufgesetzt, den jeder meinte ausprobieren kann, ich kann das halt auch mit einem Standard-Web-Client direkt nutzen. Also ich brauche halt keinen Custom-Client irgendwie, mit dem ich so einen Dienst ansprechen kann, sondern ich kann direkt meinen Web-Client nehmen und kann da halt die URLs einfügen für HTTP-GET-Operationen zum Beispiel und kann dann direkt die Ressourcen abfragen oder auch Ausführungen starten. Das soweit dazu und dann gab es eben in ODC Testbed 12, vor 2 Jahren, das Testbed, das sind halt mal so vom ODC initiierte Projekte, die aber gesponsert werden von unterschiedlichen Einrichtungen, wo eben so neue Konzepte für Standards ausprobiert werden oder meinetwegen die Durchführbarkeit auch von Implementierung von Standards getestet werden. Und da gab es eben auch so eine Bestrebung, REST-APIs für unterschiedliche ODC-Services zu entwickeln und zu erproben und auch zu skizzieren, wie die aussehen können. Wir waren da involviert mit dem WPS und dann gab es eben noch andere, die auch WFS und WCS getestet haben, beziehungsweise dafür Konzepte entwickelt haben. Das Ganze ist beschrieben in diesem Engineering Report, der ist auch frei verfügbar in englischer Sprache und da gibt es halt nochmal einen schönen Überblick allgemein über REST-APIs, wie gehe ich da vor, wenn ich die spezifizieren will, was sind die Herausforderungen bezüglich Geodaten und was waren so die Ansätze, die eben in diesem Testbed erprobt wurden.
Dann noch eine Sache, die auch die Atina, glaube ich, schon heute Morgen erwähnt hat, was auch noch wichtig ist beim WFS, was ich finde, was auch eine tolle Entwicklung ist, der Web Feature Service 3.0 wird halt genau eben so eine REST API spezifizieren als Default Binding. Also das kannst du deutlich vereinfachen. Die Spezifikation selber basiert auf OpenAPI Swagger, was so ein Standard ist, um REST APIs zu beschreiben. Und dadurch wird ja diese Spezifikation deutlich schlanker. Und was jetzt noch spannend ist hier, der derzeitige Draft der Spezifikation ist im öffentlichen GitHub-Repository verfügbar. Das heißt, jeder kann reingucken und man kann halt auch Issues posten. Ja? Es gibt also auch die Möglichkeit, aktiv an der Standardisierung mit teilzunehmen und auch Feedback zu geben. Kommen wir jetzt zurück zu den Geoprocessing REST APIs, was ja das Thema ist. Da gibt es natürlich schon einiges. Ja? Also die jetzt meinetwegen mit serverseitiger Prozessierung gearbeitet haben, die wissen, es gibt halt kommerzielle GIS-Anbieter, zum Beispiel ArcGIS, die haben schon lange die Geoservices REST API. Es gibt FME Server für die Feature Manipulation Engine. Und es gibt eben auch APIs für spezielle Geoprozessierungsanwendungen, zum Beispiel für Geocoding oder auch für Routing. Ja? Also wenn man Routing APIs, haben wahrscheinlich schon ganz viele angesprochen, hier Maps oder Google, das sind auch in der Regel REST APIs, die man auch sehr einfach einbinden kann. Problem hierbei ist halt wieder, dass jeder so seine eigene Lösung macht. Und wenn ich jetzt halt generische Clients, meinetwegen Erweiterungen für Quantum GIS zum Beispiel, also Plugins bilden will, dann muss ich halt immer wieder spezielle Plugins für die einzelnen Dienste bauen. Schöner wäre es natürlich, wenn ich so ein allgemeines Plugin habe, was mir eine serverseitige Geoprozessierung ermöglicht. Und das ist dann eben die Idee von dem WPS und hatte ich jetzt eben schon gesagt, die Idee war jetzt eben auch eine REST API dafür zu spezifizieren, um eben den Zugriff zu vereinfachen. Und was ich eben auch schon erwähnt hatte, dieses ressourcenorientierte Paradigma ist eben anders in dem Sinne, dass ich eigentlich erstmal anfange und überlege, welche Ressourcen will ich denn eigentlich anbieten über so eine API. Und im Fall vom WPS haben wir uns dann natürlich angelehnt an das Prozessmodell der WPS-Spezifikation der existierenden. Und das sieht im Groben so aus, wie hier dargestellt. Ich habe halt die allgemeine Service-Beschreibung, die Capabilities, und da gibt es halt so eine Liste von verfügbaren Geoprozessierungsfunktionalitäten, Process Collection. Und dann gibt es eben einzelne Prozesse oder Beschreibungen davon, wo dann nochmal genauer gesagt wird, was wird überhaupt angeboten, kann ich eine textuelle Beschreibung geben. Ich kann halt sagen, als Input können meinetwegen Feature-Daten, also Vektordaten in GML, in Shapefile eingegeben werden und als Output kann ich jetzt auch meinetwegen Shapefiles, GML, GeoJSON anfragen. Dann ist es eben so, wenn ich so einen Prozess ausführen will, dann schicke ich da halt so einen Request hin, jetzt bei dem alten WPS-Modell. Und dann wird halt so ein Job erzeugt, eine Ausführung von einer Geoprozessierung. Und dann hier nochmal diese, das soll das hier illustrieren, dann kann es natürlich mehrere Ausführungen am gleichen Server für einen bestimmten Prozess geben. Und dann zuletzt noch, wenn so ein Job dann durchgelaufen ist, dann generiert er mir natürlich meine Output-Daten, die ich dann angefragt habe, er sollte es zumindest tun, wenn kein Fehler auftritt. Das soweit zu dem Ressourcenmodell und jetzt ist halt die Frage, wenn ich jetzt eine REST API dafür spezifiziere, dann muss ich mir halt Gedanken machen, über welche Endpunkte stelle ich welche Ressourcen mit welchen HTTP-Operationen bereit. Und das haben wir dann hier gemacht. Da haben wir dann gesagt, okay, also erster Schritt ist erstmal, dass ich die Service-Beschreibung allgemein haben will oder die API-Beschreibung. Und dann war halt gesagt, da kriege ich halt bei der Root-URL von dem Dienst, von dem WPS, kriege ich halt diese Capabilities. So, da finde ich dann mein Process-Listing, meine Prozess-Collection und noch zusätzliche Informationen. Wir sehen das gleich nochmal im Beispiel. Und da kann ich zum Beispiel Informationen kriegen, dass als Prozessierung konvexe Hülleberechnung, ein Douglas-Polka-Algorithmus angeboten wird oder eben noch unterschiedliche andere Geoprozessierungstools. Ich kann aber auch, und das haben wir hier gemacht, direkt die Liste der Prozesse abfragen, ohne diesen ganzen Capabilities-Überbau, wenn ich halt nur an den Prozessen interessiert bin, aber weniger daran, wer den jetzt anbietet oder von wem da jetzt implementiert wurde zum Beispiel. Dann kann ich von dieser Process Collection, da kriege ich eine Liste von einzelnen IDs zurück und dann kann ich mir dann halt, wenn ich dann eben eine ID übergebe, dann per HTTP GET dann die eigentliche Prozessbeschreibung abfragen. Sehen wir gleich auch, wie die aussieht. Und über diese Prozessbeschreibung weiß ich dann halt, wie ich hinterher dann auch wirklich so einen Prozess ausführen kann. Ja, welche Input-Parameter gehen rein, welche Datenformate, was kommt raus. Und damit bin ich dann in der Lage, dann auch so einen neuen Job, also eine Ausführung anzulegen. Das mache ich mit einer HTTP-Post, den ich gegen diesen Endpunkt dann schicke. Also für den Process gibt es dann halt noch so einen Jobs-Endpunkt. Und da kann ich dann halt meine Ausführungen starten über einen HTTP-Post. Und über den HTTP-GET kann ich dann eben auch einen Status abfragen von einer Ausführung und kann mir hinterher dann über einen HTTP-GET für bestimmte Jobs dann auch die Outputs abholen über eine URL. So sieht das Ganze aus. Ist noch ein bisschen jetzt abstrakt dargestellt, erstmal nur als Übersicht.
Und ja, jetzt wird das Ganze ein bisschen praktischer nochmal mit praktischen Beispielen unterlegt. Was wir halt gemacht haben und was auch eben jetzt nochmal eine deutlich stärkere Bewährung beim OGC ist, ist halt, dass man unterschiedliche Beispielimplementierungen schon beim sehr frühen Stadium von der Spezifikation mit implementiert, um halt direkt die Umsetzbarkeit zu evaluieren. Und das hatten wir halt auch im Testbed 12 gemacht, indem wir halt diesen REST-Proxy implementiert haben. Und den kann man halt, das ist ein Java Spring Service, der auch sehr schlank implementiert ist. Und den kann man auf verschiedene WPS aufsetzen. Am Backend kommuniziert er dann mit SOAP und XML. Und am Frontend bietet er dann eben diese REST-Schnittstelle, die ich gerade gezeigt habe. Und ein JSON-Encoding für die einzelnen Ressourcen. Das heißt, der macht eigentlich nichts anderes als ein Mapping von den Ressourcenanfragen auf die SOAP-Requests und Mapping von XML-Responses auf JSON. Das Ganze ist halt Open Source verfügbar, hier in dem Repository. Und wir haben auch eine Beispielinstanz, wo man das Ganze mal ausprobieren kann. Okay, ein bisschen schneller werden. Dann haben wir ja auch noch ein Tutorial, wo man dann diese Beispiele, die ich jetzt zeige, auch nochmal nachvollziehen kann. Das Ganze sieht dann so aus. Abfrage-Capabilities, hatte ich gerade schon gesagt. Ich kann halt jetzt quasi diese URL hier nehmen. Das ist ein Beispiel-URL von unserem Beispieldienst. Kann die einfach in meinem Browser eingeben, oben ins Fenster, und kriege dann halt dieses JSON-Dokument hier zurück, was dann eben die Service-Beschreibungen sind. So, jetzt sehe ich hier halt meinetwegen allgemeine Dienstinformationen. Ja, also jetzt in unserem Fall Five2N ist der Provider von diesem Beispieldienst. Und ich kriege dann hier unten eine Liste, die ist jetzt hier verkürzt dargestellt, wo dann die einzelnen angebotenen Prozesse auch angezeigt werden. Und was jetzt wieder hier interessant ist, das hatte ich eben schon gesagt mit dem Hypermedia-Ansatz. Ich habe jetzt hier Links drin stehen und kann jetzt direkt über einen Klick auf den Link wieder zur Prozessbeschreibung gelangen. Und ich kann halt auch, das habe ich eben schon erwähnt, auch rein die Liste abfragen. Das ist nochmal so ein schlankeres Dokument, wo ich einfach nur die Prozesse gelistet kriege. Und jetzt klicke ich mal auf so eine detaillierte, auf so eine URL für eine Prozessbeschreibung. Und dann komme ich halt hier zu dem Prozessendpunkt mit einer bestimmten Process-ID. In dem Fall jetzt halt hier JTS Convex Hull Algorithm. Und dann kriege ich halt hier diese detaillierte Prozessbeschreibung. Und die sagt mir dann halt genau, auch wieder in JSON jetzt hier, da gibt es halt Inputs, einmal Data als Input. Und da werden halt hier Formate unterstützt, wie zum Beispiel GeoJSON als Inputformat. Und ich kann halt genau einen Datensatz angeben, der berechnet mir dann eine konvexe Hülle und gibt dann ein Result zurück. Und da gibt es dann hier auch wieder unterschiedliche Formate, auch wieder GeoJSON jetzt hier als Beispiel. Auch wieder hier dieser Hypermedia-Gedanke. Wir haben jetzt hier auch wieder direkt unten einen Link drin zu dem Ausführungsendpunkt. Ja. Also wenn ich da jetzt wieder draufklicken würde, dann würde ich alle Ausführungen des Prozesses sehen, als Liste, also die IDs. Und was ich aber auch machen kann hiermit, und das ist jetzt natürlich dann die spannende Geschichte, wie kann ich jetzt eigentlich nochmal so selber einen Prozess ausführen, das mache ich dann eben über so einen HTTP-Post. Und da ist es so, dass ich jetzt eben einen Execute-Request in JSON hinschicke, um eben so einen neuen Job zu erzeugen. Und was hier noch wichtig ist, der WPS selber ermöglicht zwei Varianten der Ausführung. Also ich kann halt einerseits sagen, synchrone Ausführung, ich will halt direkt die Ergebnisse haben. Das macht halt Sinn bei einer komplexen Hülle, das dauert halt nicht lange, geht sehr flott. Wenn ich jetzt aber ein komplexes Umweltmodell laufen lassen will mit einer Reihe von Inputs, das kann schon mal irgendwie ein paar Stunden oder auch mal irgendwie ein paar Tage dauern. In dem Fall kann ich halt einfach sagen, ich mache eine asynchrone Ausführung, also sync execute false. Und dann würde er mir halt so eine Job-Ressource anlegen mit Statusinformationen. Das sehen wir gleich auf der nächsten Folie. Und dann kann ich dann halt immer über den Endpunkt anfragen, wie der Status ist. Und am Ende kriege ich dann halt auch die Information, dass es dann die Outputs gibt, die ich abfragen kann. Im Fall von einer synchronen Ausführung kriege ich halt direkt so ein Result-Objekt zurück. Das Ganze sieht dann so aus. Ich habe also gesagt, ich will asynchronen Prozess ausführen. Also kriege ich halt dann hier einen Link auf die Job-Ressource zurück. Und da steht dann eben die Status-Info drin, also die Job-ID. Der Prozess läuft, in dem Fall ist er gerade gestartet, also Progress gleich 0. Aber da konnte ich dann auch Prozentzahlen angeben, um dann zum Beispiel auch clientseitig eben so eine Visualisierung des Fortschritts zu ermöglichen. Bei synchroner Ausführung wäre es eben so, dass ich dann direkt mal ein Result kriege. Bei der asynchronen wäre es so, dass am Ende dann, wenn er durchgelaufen ist, hätte ich halt Status succeeded und dann kriege ich halt einen Link auf meine Outputs. Und die Outputs sehen dann wiederum so aus. Das ist dann auch wieder ein JSON, okay, ein JSON-Dokument, was ich zurückkriege. Und da können jetzt direkt die Daten encodiert sein. Was ich natürlich aber auch machen kann, ist, dass ich da auch wieder Links einbette auf, keine Ahnung, Web-Feature-Service, auf irgendwelche Files, die auf dem Server liegen. Ja, auch da kann ich halt wieder diesen Hypermedia-Gedanken folgen. Das war es eigentlich auch schon. Also was hier klar werden sollte, ist, also aus unserer Sicht eigentlich, dass deutlich schlanker ist, dass man
eigentlich durch diesen Hypermedia-Ansatz auch so die Möglichkeit hat, durch die, also von den Service-Beschreibungen selber hin zu den Prozessen, zu den Prozessbeschreibungen zu browsen, von da aus dann eben auch über Links direkt zu den einzelnen Ausführungen zu gelangen. Und dadurch eben wird das Ganze schlanker und auch einfacher zu nutzen als diese schwergewichtigen Soap-Bindings. Wichtig hier noch zu erwähnen ist, das ist eben kein offizieller Standard, das ist wirklich nur ein Entwurf erstmal, den wir jetzt implementiert haben, der derzeit in der Diskussion ist beim OGC, jetzt auch von anderen noch, natürlich auch noch mit erarbeitet wird oder noch erweitert wird. Und was auch noch wichtig ist, das Soap-Binding hat natürlich auch noch seine Daseinsberechtigung. Wir haben zum Beispiel so Probleme gehabt mit Zugriffsrechnern. Also der WPS ist öffentlich verfügbar, da will er auf Daten zugreifen, die geschützt sind. Was mache ich dann? Und da gibt es halt eben bei Soap schon Soap-Header mit einer Spezifikation, wie ich da zum Beispiel Tokens einbetten kann, die dann Zugriff regeln. Und das ist eben auch in Soap schon besser zu regeln als eben noch über REST-APIs. Dann zuletzt noch, der REST-Proxy selber ist mit existierenden WPS und Servern nutzbar. Die JSON-Encodings selber, muss ich dazu sagen, das sind eben auch Sachen, die haben wir erstmal mit so automatisierten Mappings einfach implementiert, also sehr schlank gehalten. Es gibt halt noch keine offiziellen JSON-Encodings für diese Ressourcen beim OGC, das ist eben auch noch wichtig. Und dann zuletzt noch der Ausblick. Generell in der Diskussion sind, denke ich, schon noch so Sachen wie Endpunkte für die Ausführungen oder wie jetzt eben genau auch die JSON-Encodings aussehen. Hatte ich eben auch schon erwähnt, der WFS 3.0 ist schon im GitHub-Repository, den kann sich schon jeder angucken. Spezifikation für den WPS wird wahrscheinlich bald auch verfügbar sein öffentlich, wo dann jeder sich den Status angucken kann von dieser REST-API-Spezifikation und dann eben auch Issues posten kann, wenn er Anmerkungen hat. Und dann natürlich noch zu erwähnen mit dem WPS-REST-Proxy. Das ist halt ein Proxy, der hat halt Vorteile, hat aber auch Nachteile bezüglich dem Kommunikations-Overhead und wir planen halt, sobald es halt einen stabilen Stand gibt, auch diese REST-API zu übernehmen in unsere Implementierung. Anvisierter Zeithorizont, wir hoffen halt, dass, ganz, also dass die Spezifikation auch abgeschlossen ist in diesem Jahr noch, am besten im Q3 und dass wir dann eben auch die Implementierung nachziehen können. Okay. Ja, vielen Dank und wenn Fragen sind, kann ich jetzt gerne beantworten. Ja, danke Christoph. Da sind schon Fragen. Ja, hallo, ich wollte kurz was sagen zu den Security-Aspekten. Ist das denn so, dass das mit REST nicht geht? Also meine Erfahrung ist, dass RESTful ist eigentlich, weil es auf HTTP aufbaut, ist es so mächtig und alle Sachen, die man versucht zu lösen, sind eigentlich schon mitgelöst. Ja, wir hatten jetzt, muss man vielleicht dazu sagen, dass das auch ein Anwendungsfall war, wo es schon bestehende Soap-Infrastrukturen gab und dann natürlich dann auch dementsprechend die Mechanismen genutzt wurden. Ne? Klar, könnte man wahrscheinlich auch mit REST umsetzen, aber da, also auch von den Frameworks her, hatten wir so einen Eindruck, gerade bei diesen Delegationsmechanismen, die man hat, um halt so Sachen weiterzugeben und auch zu sagen, jetzt meinetwegen, das geht nicht, dass das mit Soap, mit den Headern vielleicht noch ein bisschen einfacher ist, aber klar, also kann man sicherlich mit REST, ja klar, kann man, ja. Ist richtig, ja, okay, aber ich, ja gut, okay, das ist richtig, aber mit der Web Service Security, Speed von Oasis, hat man da halt schon ganz klare, vordefinierte Parameter, die man so eben nicht immer hat. Ne? Ja, aber ist richtig, klar, kann man auch machen. Noch weitere Fragen? Ja. Das, okay, also ich habe letztes Jahr auf der Phosphogy in Boston, da gab es so ein bisschen so ein Hype und Trend um das Thema Serverless und da haben sie alle von Lambda, also Amazon Lambda geredet. Das geht ja irgendwie ziemlich stark in die Richtung. Also habt ihr sowas mitbekommen, dass es hier vielleicht für sowas auch eine Nachfrage gibt, dass man einfach so kleine Funktionen in seiner Cloud sitzen hat, wo man so ein WPS drum geschnallt hat? Ja, wie einfach ist das überhaupt möglich? Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema und gerade diese, also es gibt auch beim OGC extra so einen eigenen Thread dafür, gerade im Bereich von Earth Observation, wo das eigentlich genau die Idee ist, eben in Cloud-Umgebungen sozusagen dann nochmal ein Interface drüber zu legen, was dann standardisiert ist, ja. Also und da gibt es zum Beispiel auch Bewegungen, dass man dann, hat jetzt nicht direkt was mit Lambda zu tun, aber dass man zum Beispiel auch Docker-Container, die eine Prozessierung kapseln, hochladen kann zum WPS, ja, und dann werden die da bereitgestellt und werden aber deployed in so einer Cloud-Umgebung oder wo auch immer, ne. Und ist auf jeden Fall ein Thema und da sehe ich durchaus noch, also generell haben wir halt das Problem mit unterschiedlichen Interfaces für unterschiedliche Cloud-Umgebungen teilweise und da sehe ich halt auch eine Chance drin, da noch ein Layer drüber zu legen, um halt die Integration wieder zu vereinfachen. Ne? Mhm. Ja. Sind noch weitere Fragen?
Also gerade, ich weiß nicht, wer von euch heute früh da war oder heute am dem letzten Vortragsblock. Also ich habe in meiner Präsentation, ich habe einige Links drin zu den Themen, die Christoph auch angesprochen hat, wo man dann weiteres nachlesen kann, weitere Details. Gut, dann machen wir jetzt 5 Minuten Pause, 10 Minuten bis der nächste Vortrag losgeht. Danke.